Hallo zusammen, ich bin Silvia und wir kennen uns vom Projekt Adventskalender an Weihnachten. Ich bedanke mich nochmal recht herzlich für die vielen Rückmeldungen, die ich von euch bekommen habe im Chat. Ich hatte ja das Teelicht mit euch gebastelt und auch die Streichholzschachtel. Und ein kleiner Gruß an Barbara, du hattest ja gefragt, ob das Teelicht auch gut anbrennen kann und sich das Vlies mit dem bedruckten Stempel gut verhält. Ich hoffe, du konntest es erst nachbasteln und es hat alles gut geklappt. Ja, und noch ein kleiner Hinweis. Ihr hattet ja auch geschrieben im Chat, dass der Ton etwas leise ist. Und ich muss gestehen, das war ja mein erstes Video und heute ist es mein drittes Video. Und ich hoffe, dass der Ton einfach besser ist dieses Mal. Und wenn nicht, schraubt doch einfach euren Ton ein bisschen lauter an eurem Gerät. Ja. Und die Überleitung von Weihnachten hin zu Frühling. Ich habe euch was mitgebracht und zwar ist ja aktuell bei Stampin' Up! Die Aktion Celebration. Und wie ihr seht, geht die noch bis 28. Februar. Und da gibt es immer Gratisgeschenke von Stampin' Up! Ab einem Preis von 60 Euro Bestellwert oder eben 120 Euro. Und dieses Gratis-Produkt möchte ich euch heute vorstellen. Das nennt sich Tintentraum und ihr habt wunderbare Möglichkeiten mit dem Schmetterling oder auch dem Kolibri und den Blüten. Und ein zweites Projekt möchte ich euch auch heute noch vorstellen. Und zwar von den fruchtigen Grüßen. Das gibt es in Kombination mit dem Designerpapier. Da geht der Frühling wirklich los. Hier gibt es alles Mögliche mit Erdbeeren, Brombeeren. Dazu gibt es auch noch ein Erweiterungsset mit einer Handstanze. Da könnt ihr aus dem Designerpapier zum Beispiel solche Erdbeeren ausstanzen. Und es gibt noch mal ein Produktpaket mit einem Stempelset dazu. Aber heute machen wir was mit diesem fruchtige Grüße Stempelset. Was habe ich euch mitgebracht? Zwei Projekte. Und zwar möchte ich euch diese schöne Karte zeigen. Das ist eine Triangle Fold Karte. Die ist ganz einfach zu basteln. Und ich mache euch das mal kurz auf. Die hat so einen schönen Aha-Effekt beim Öffnen. Und innen drin könnt ihr nämlich sehr leicht stempeln. Für Anfänger geeignet und tolle Effekte. Und das alles mit diesem tollen Stempelpaket. Und neben der Karte noch ein weiteres Projekt heute. Man schenkt ja nicht nur eine Karte, sondern auch noch irgendwas dazu und das möchte man gern verpacken. Und hier habe ich eine faltbare Schachtel heute mitgebracht und die ist mit Magnetverschluss, aber auch das ist relativ einfach zu basteln. Ihr könnt die öffnen und über Magnete schnappt die so schön zu und es ist immer exakt geschlossen. Und der Clou an der Sache, ihr könnt gleich mehrere basteln. Und könnt sie ganz einfach bei euch verstauen, weil sie gar nicht viel Platz wegnimmt. Das ist ja immer der Ärger bei den Schachteln. Dies ist einfach nur praktisch. Also wir basteln zusammen eine schöne Triangle-Fold-Karte und eine schöne Verpackung. Ja, und dazu habe ich euch mitgebracht die Materialliste. Ihr braucht also einen Karton in der Grundfarbe in 28,5 x 9,5. In Grundweiß braucht ihr einmal eine Karte von 9 x 9 cm und in einem Designerpapier braucht ihr zweimal die Maße 9 x 9. Für den Spruch braucht ihr noch ein kleines Stück von dem farbigen Karton und in Grundweiß noch ein Stückchen Papier in 2,7 x 4,2. Ja, und dieses Tintentraumprojekt, da habe ich euch einfach mal nochmal die Bestellnummern von den Farben aufgeschrieben. Und ihr braucht dann eben auch noch so eine Handstanze mit einer Briefmarkenform. Und das Set sieht so aus. Ihr habt wunderschöne Sprüche, zum Beispiel liebes Dankeschön, das habe ich hier dann für dieses Kästchen verwendet. Oder
Ich schick dir einen Gruß. Das ist einfach ein schöner Spruch, der dabei ist. Ja, und ihr könnt es eben mit dem Schmetterling gestalten. Den seht ihr hier. Und der ist zum Beispiel hier noch hinterfärbt mit einem Ausfüllstempel. Das könnt ihr auch so kolorieren oder eben mit diesem Stempel. Und die Blüte passt einfach gut dazu. Auch die ist ausgefüllt. Oder ich habe das auch noch mal mit dem Kolibrivogel gemacht. Da habt ihr den Vogel mit dabei, einfach nur blank gestempelt, sieht sehr schön aus. Und die Blume ist hier unten nochmal verwendet. Also ihr seht, es ist ganz vielseitig und dieses tolle Designerpapier, dieses ewiges Grün, gefällt mir einfach sehr gut, weil es so kleinteilig ist und auf so einem kleinen Format einfach sehr viel hermacht. Und durch die Zerteilung von der Karte wirkt es wunderbar. Das wäre das Beispiel eben in diesem Pfauengrün mit dem Projekt Tintentraum. Dazu habe ich einfach mal die Farben Apfelgrün, Pfauengrün und Brombeermus gewählt. Dann bekommt ihr einfach diese schöne Karte hin mit diesen drei Farben. Ja, und jetzt aber zum zweiten Projekt, denn wir müssen ja nur eines basteln, eine Karte. Und dazu möchte ich das andere Projekt verwenden. Und zwar das Set mit den fruchtigen Grüßen schaut auch wunderbar aus. Da haben wir hier nämlich diese Beeren, diese Blaubeeren und können die nochmal wiederholen. Ich zeige euch mal die Karte, die Marineblau. Da habt ihr einfach nochmal mit den Stempeln schön Platz, noch einen kleinen Gruß drauf zu schreiben. Das reicht ja oft, wenn die Karte schön ist. Braucht man gar nicht mehr zu sagen. Auch hier habe ich noch mal die Materialliste für euch, wo ihr die im Katalog findet. Und weil mir diese Farbe auch so gut gefällt, das ist hier das Pazifikblau. Davor war das eben Marineblau. Bisschen dunkler, eigentlich meine Lieblingsfarbe, aber ich finde dieses Pazifikblau, das passt einfach wunderbar. Und bringt diese Beeren ganz toll raus. Das basteln wir jetzt zusammen. Und zwar geht das Projekt wie folgt. Wir brauchen eine Grundkarte, die wir zweimal falten. Und darauf kleben wir dann diese mittlere Karte. Also aus einem DIN A4 Papier, das habe ich nur mal zum Beispiel mitgebracht, bekommt ihr drei Streifen raus. Das heißt, für eine Karte braucht ihr nur einen dieser Streifen und ihr habt eigentlich gar nicht viel Material, das ihr braucht. Also diesen schneidet ihr euch jetzt zurecht in 28,5 mal 9,5. Dann braucht ihr noch eine weiße Karte. Eine weiße Karte in 9x9 und das Designerpapier auch in 9x9. Und schaut mal, wie schön das zusammenpasst. Die Rückseite ist einfach genial. Die nehmen wir nämlich dann auch für die Rückseite vom Projekt. Und dann braucht ihr noch für den Spruch eine kleine Karte in Grundweiß. 2,7 mal 4,2. Und dann noch eine ausgestanzte Briefmarke. Ja, aber legen wir erstmal mit der Grundkarte los.
Ich fange jetzt mal mit Marineblau an, weil ich jetzt gerade merke, dass ich keinen Pazifikblau mehr für den Anfang habe. Und ihr faltet jetzt sozusagen die Karte bei 9,5 und bei 18 cm. 9,5 und bei 18, oder ihr macht es wie ich, einfach nochmal rumdrehen und nochmal bei 9,5 falten. Und jetzt ganz wichtig, und dann nehmen wir jetzt einfach mal die Originalkarte nochmal her, müsst ihr die Karte herumdrehen, denn ich zeige es euch, die Talfalten werden zu Bergfalten. Zu Bergen. Ja? Und um jetzt Bergfalten hinzukriegen, müssen wir die Karte rumdrehen. Das heißt, auch hier, wenn sie fertig ist, liegt sie ja mit den Seitenteilen nach oben, so wie hier. Und jetzt müsst ihr diese diagonalen Faltungen hinbekommen. Das heißt, hier und nochmal parallel hier unten. Man braucht also schon immer noch ein Original nebendran liegen, dass man sich nicht vertut. Und ich gehe jetzt von der Ecke zur anderen Ecke in diese Rille, lege ich das an und falte einmal durch. Und das Ganze im anderen Drittel auch. In den äußeren beiden Dritteln falzen wir jetzt so diagonal. Ja, und jetzt nehmen wir das Falzbein. Und nachdem wir jetzt diese eine Faltung in die Richtung gemacht haben, müssen wir diese Diagonale jetzt in die andere Richtung falten. Das heißt, die Talfalte wird wieder zum Berg. Und jetzt machen wir einfach überall nochmal nachfahren, dass es richtig gut hält. Und auch die Dreiecke einfach noch mal nachfahren mit dem Falzball. So. Jetzt ist erstmal die Grundkarte fertig. Und damit wir es ja nicht mehr verwechseln, können wir jetzt die Rückseite gleich mal bekleben. Ich mache das jetzt hier noch mal, damit ich auch die blaue Karte hinbekomme. Ihr habt es ja schon mal gesehen jetzt. Da könnt ihr es so machen wie ich, nämlich entweder auf die Rückseite H für hinten draufschreiben, damit euch das ja nicht irgendwie durcheinander gerät, oder eben klebt am besten gleich mal eine Rückseite, ein Designerpapier von hinten drauf. Ist wirklich toll, wie die zusammenpassen. Einfach schön mittig anbringen. Die Rückseite ist schon fertig. Und nun brauchen wir das zweite Designerpapier diagonal geteilt. Und dazu nehmen wir jetzt wieder das Schneidbrett und nehmen uns die Schneideklinge und könnt ihr euch raussuchen, welche Richtung ihr wollt, welches schöner ausschaut, denn vorne wird es ebenso diagonal geteilt. Ich lege wieder diese Ecken in die Rille rein. Jetzt kommt ein kleiner Trick, ihr müsst immer schön nach außen anfassen, sonst verrutscht euch das. Also schön außen anpacken und dann nur einstechen und nach unten ziehen und oben auch einstechen, nach oben ziehen, und dann seid ihr nämlich genau in der Rille drin und drückt das Papier nicht weg, sondern ihr schneidet es. Wunderbar, exakt ist es geworden. Und das jetzt am besten auch gleich mal aufkleben. Dann geht nichts mehr durcheinander. Und hier könnt ihr einfach ziemlich nah an die Kante gehen. Aber schaut, dass am Rand die beiden Seiten gleichmäßig werden.
So, und das andere oben anbringen. Ihr könnt es immer noch ein wenig schieben mit diesem Flüssigkleber. Ist gar kein Problem. Und der wird erst dann richtig schön fest. Ja, und jetzt brauchen wir nur noch das Mittelteil. Der Rest der Karte ist soweit schon fertig. Und dafür stempeln wir jetzt. Ich lege das Original mal ein bisschen drüber. Und zwar nehmen wir uns jetzt raus die Beeren, die Blätter. Und zwar können wir es auch noch ausfüllen mit den jeweiligen Füllungen. Und die habe ich jetzt schon mal vorbereitet. Ich habe die tatsächlich immer auf die Gegenseite gemacht. Wenn euch das verwirrt, dann zieht sie einfach dann wieder ab jeweils und macht schön nacheinander. Da brauchen wir jetzt zwei Blautöne. Ich habe einmal Marineblau genommen. Und einmal das Pazifikblau. Und dann brauchen wir zwei Grüntöne. Da habe ich jetzt wieder dieses Pfauengrün als dunkles Grün genommen. Und das helle Grün, das ist der grüne Apfel. Ja. Grüner Apfel heißt es. Gut, dann brauchen wir noch unser Stempel. Das weiße Blatt zum Stempeln. Ja, und da fangen wir erstmal an mit den Konturen. Das heißt, wir bräuchten eigentlich ja erstmal das Blatt, würde ich vorschlagen. Und zwar erst die Konturen. Das sieht man gut durch. Und das dunkle Grün. Ich nehme dann nochmal ein Blatt zum Abstempeln. Und wir teilen uns das so schön ein, dass man den Spruch hier anbringen kann. Und daneben, würde ich vorschlagen, machen wir diesen Stiel. Und ja, man kann das jetzt in der starken Farbe machen. Einfach ungefähr, dass die zwei Ansätze für diese Knospen oder eben Beeren dann noch mit drauf passen. Kann man ja so machen, wie es einem am besten gefällt. Und dann füllen wir es auch gleich aus. Und für das Ausfüllen stempeln wir erstmal auf dem Blatt ab. Dann wird es nämlich gleich blasser. Jetzt muss man nur noch ungefähr die Kontur treffen. Jawohl, das schaut toll aus. Und jetzt das Blau. Und jetzt müssen wir wieder gucken. Ich nehme das dunkle Marineblau für die Kontur. Wem das zu stark ist, der kann das auch noch mal abstempeln. Und jetzt muss ich mal kurz zielen. So. Wunderbar. Und gleich in dem hellen Blau noch mal das ausfüllen. Auch noch mal in etwa drüber schweben. Wunderbar. Und das gleiche unten, das kommt einfach gut, wenn da unten nicht jede Beere ganz drauf ist. So ein kleiner Rand, dann verliert sich die Karte nicht so. Und jetzt nochmal das Dunkle zuerst. Und da kann man jetzt mal hier die große und die kleine machen. Ich mache es mal hier drauf. Eine große und eine kleine. Dann die zwei großen mal rumdrehen und dann jetzt vielleicht noch eine halbe und jetzt wird spannend, jetzt muss man nämlich die gleichen Beeren wieder treffen, einmal abstempeln, dann wird es nicht so dick aufgetragen, sowas nach unten, genau. Dann waren es die beiden großen.
Und jetzt noch die eine davon. Prima. Und schon habt ihr das Muster aufgedrückt und ausgefüllt. Also Konturen und gleichzeitig noch die Füllung. So, das rollen wir kurz auf. Bisschen trocknen lassen. Und jetzt kleben wir es dann auf die Karte. Hier ist die Karte. Nochmal ein bisschen mit der Vorlage kontrollieren, genau. Von der Lage und dann nur noch die Karte reinkleben. Schauen, dass es schön gleichmäßig ist. So, vielleicht auf der Rückseite andrücken. So, fertig ist die Karte bis auf den Gruß. Da habe ich gewählt fruchtige Grüße und habe das helle Blau verwendet. Und da brauchen wir jetzt noch dieses kleine Kärtchen. Und vorhin fruchtige Grüße und das helle Blau und schön mittig Spruch angebracht. Wunderbar. Stempel dann mal wieder schließen, dann passiert auch nichts. Ja, und jetzt habe ich das mit einem Dimensional dann noch dran geklebt. Jetzt müssen wir aber erst noch die Briefmarke ausstanzen. Und hierfür ist eben diese schöne Briefmarkenstanze geeignet. Einmal die Briefmarke ausstanzen. Den Gruß aufkleben. Kurz antrocknen lassen. Und jetzt mit diesen Dimensionals muss das ja jetzt hier auf diese Dreiecksfläche aufgeklebt werden. Das heißt, ich halte die Karte einfach mal hier fest, wo sie dann frei ist, um diese Klebepunkte auf der Rückseite anzubringen. Wenn ihr das so macht, dann könnt ihr euch eigentlich gar nicht verkleben. Das passt genau drauf. Aber ihr könnt jetzt auch erstmal die Karte komplett schließen. Aber merkt euch die Richtung. Es muss nämlich genauso liegen bleiben. Und dann positioniert ihr das leicht oberhalb und schön symmetrisch. Und die Karte ist fertig. Jetzt ist ja auch noch ein Abschnitt übrig geblieben vom Rand und den habe ich jetzt einfach nur schnell genommen. Nicht das hellblau, sondern das dunkelblau. Ihr nehmt natürlich dann das hellblau. Und ich zeige euch nur schnell, wie es geht. Also ihr legt es vorne hin, knickt es um und hinten, ja, müsst es überlappen. Und dann klebt ihr das einfach mit einem Klebepunkt fest. Und das habe ich jetzt schon vorbereitet. Und da könnt ihr nämlich die Karte einfach wieder drüber fädeln. Bisschen leicht biegen. Und dann, na, es ist einfach ausgerutscht. Dann geht die Karte nämlich im ersten Moment nicht auf, damit diese Überraschung noch bleibt. Na, so hält sie nicht. Aber so hält sie. Ja, wunderbare Farbe.
Und jetzt wollte ich euch ja noch zeigen, wie diese Dose funktioniert, diese Schachtel. Und die geht ja auch recht schnell. Und da braucht ihr für den Karton einen farbigen Grundkarton in 28 mal 19. Den habe ich hier schon. Das machen wir natürlich auch in Blau. Und ein Designerpapier. Und zwar zwei größere Designerpapierstücke in 5,6 mal 7,6 und vier kleinere Stücke in 3,6 mal 7,6. Später dann den gleichen Spruch wie vorhin, nochmal mit den Maßen. Ja. Und das funktioniert wie folgt. Ich habe euch das mal, ja, einerseits mal hier aufgemalt. Es liegt dann am Schluss dann einfach hier so länglich da. Und ihr müsst einige Falzungen durchführen. Das habe ich euch jetzt mal in der größeren Version schon mal vorbereitet. Und das heißt, ihr falzt erst an der langen Seite bei 6 cm, bei 10, 18, 22 an der langen Seite und dann an der schmalen Seite nochmal bei 1,5, 5,5, 13,5 und 17,5. Ich mache das jetzt mal mit euch mit. Das heißt, erstmal die lange Seite bei 6 cm, bei 10 cm. Bei 18 cm und bei 22 cm. Jetzt dreht ihr die Kante um und macht die Falzungen bei 1,5. Und wenn ihr das nicht gut anlegen könnt, dann nehmt ihr die andere Seite. Ist ja alles symmetrisch. 1,5. Da komme ich besser ran, ich kann hier besser anlegen. Drehe es dann herum, also ich habe sozusagen die 1,5 gemacht, dann kommt die 5,5. Dann die 13,5 und die 17,5. 17,5 muss man gut ablesen können, das ist hier. Ja. Und jetzt könnt ihr auch einen Stift hernehmen und macht das vielleicht so wie hier. Das heißt, wir müssen jetzt wegschneiden. Und zwar den Bereich von den drei Flächen, das gleiche auf der Seite und entsprechend unten. Das schneiden wir jetzt zusammen raus. Und zwar einmal hier einmal. Ich mache das jetzt auf allen Seiten. Wenn man es nicht so gut sieht, ne? Ihr müsst ein bisschen so schräg halten, damit ihr diese Linien gut seht. Ich schneide immer von außen erstmal gerade rauf. Und dann fallen diese Ecken einfach raus. Da vielleicht noch ein bisschen nachschneiden, ich war nicht ganz auf der Kante. Das exakt wird.
Und die letzte Ecke noch. Geschafft. Ja, und jetzt seht ihr, ihr müsst jetzt noch mal hier eine Diagonale falten in allen diesen Quadraten, mit den vier Quadraten. Und dazu nehmt ihr wieder das Faltblatt und legt jetzt diese Ecken einfach über die Rille auf, so wie ihr es heute schon ein paar Mal gemacht habt. Und schaut von oben drauf, wenn dieser Zeiger ungefähr bei der Linie ist. Wenn nicht, müsst ihr einfach mal ein bisschen gucken. Noch ein bisschen auf und zu machen. Ein Stück. Und das gleiche jetzt nochmal hier diagonal. So, in allen Ecken. Und nun falzt ihr das auf der Rückseite, denn immer diese Täler müssen zum Berg werden. Also alles so falzen, der Länge nach. Und dann nochmal die kurze Seite. Dass es sich gut falten lässt. Und jetzt noch diese Dreiecke nach innen. Macht es euch irgendwie, wo es gut liegt für euch, passend und falzt da einmal fest nach. Es ist ein bisschen schwer da reinzukommen, aber Übung macht den Meister. Also ihr faltet die nach innen. Sträubt sich ein bisschen. Schauen wir alle, da fehlt noch eins. Einfach mit dem Finger mal reingehen. So. Jetzt nochmal aufgepasst. Ich lege es wieder der Länge nach hin. Jetzt habe ich euch eben in Rot eine Fläche eingemalt. Das ist jetzt diese Fläche hier. Macht es euch bitte auch irgendwie farbig. Sonst verwechselt ihr leicht diese Ecken. Und da muss jetzt Klebemittel hin eingebracht werden. Und dann klebt man sozusagen nur diese Ecke jeweils auf. Wir machen es jetzt einfach mal. Dann seht ihr das schon. Also, diese markierten Flächen einkleben. Okay. Und dann könnt ihr das einfach falten, sage ich mal. Muss ja an der richtigen Stelle sein. Eigentlich ganz einfach. Nur kleben muss es. Ein bisschen andrücken. Lege ich das weg, das haben wir jetzt ausgebraucht. So, und während das noch trocknet, könnt ihr jetzt alle diese umlaufenden Seiten bekleben. Das geht natürlich auch jetzt noch. Hätte man auch schon im flachen Zustand machen können. Und während das hier nämlich immer wieder mal angedrückt wird, könnt ihr nämlich schon diese Ränder machen. Schaut, dass es schön immer einen kleinen Rand gibt. Der und der. Geht eigentlich schön schnell, ne? Jetzt machen wir halt den oben drauf. Geht es besser. Auch wieder schön, dass es mittig wird. Ein bisschen Rand lassen. Immer wieder mal noch die Ecken andrücken. Wunderbar, es klappt. Und jetzt haben wir noch diese beiden Flächen. Müsst ihr nur ein bisschen räumliches Vorstellungsvermögen haben. Dass ja dann die Ränder werden. Und das vierte noch.
Wunderbar. Jetzt haben wir die Schachtel schon fast fertig. Ihr müsst schön exakt arbeiten, dann schließt die auch wunderbar. So, nochmal zur Vorlage. Jetzt brauchen wir noch diese beiden. Man kann die auch eckig aufkleben, aber was wirklich schön ist, ist, wenn die abgerundet sind. Das machen wir jetzt gleich mal. Dazu gibt es ja so ein schönes Werkzeug. Und Stampin' Up mit dem Eckenabrunder. Das heißt, wieder in die flache Version. Und wir legen die an und stanzen jetzt diese beiden Ecken jeweils nach. Und schöne abgerundete Ecken. Es wird gleich schöner damit. Und auch das Designerpapier, aber nur an zwei Seiten. Und zwar an den langen Seiten. Ebenfalls die Ecken abrunden. So. Und jetzt könnten wir die auch gleich aufkleben, aber da ist noch ein Trick. Und zwar klebe ich die jetzt nur hier oben an und lasse diese Lasche hier noch frei. Ich zeige euch auch warum. Ich habe hier nämlich das auch noch nicht fertiggestellt. Ich habe das jetzt mal nur an einer Seite angeklebt und drunter befinden sich ja jetzt die Magnete. Die kleben wir nachher dann doch zu, dass man nichts mehr davon sieht. Magische Box. Aber im Moment müssen wir noch die Magnete drunter verstecken. Und dass das nicht verrutscht und wir immer eine super Position haben, kleiner Trick, die gerade Seite einfach nur mit einem Strich bekleben. Ziemlich an den Rand. Also hier habe ich auch noch einen kleinen Rand gelassen. Okay, ein Stück zurück. Am Anfang kann man es noch gut verschieben, wie ihr seht. So, mit dem Flüssigkleber, wunderbar. So, und die andere Hälfte ebenfalls. Nur an dem hinteren geraden Stück. Einmal hier einkleben. Jetzt hält es erstmal. Die Schachtel ist fast fertig, aber der Schließmechanismus fehlt noch. Und dafür brauchen wir jetzt solche Magnete. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Die sind auf der einen Seite eben selbstklebend und dazwischen ist oft so eine Folie, eine dickere, damit die nicht direkt zusammenkleben. Das heißt, ich baue mir jetzt mal zwei runter. Und dann ist es so. Diese Laschen überlappen sich hier ungefähr in dem Bereich von, seht ihr das, 2 cm. Genau da mittig am Rand müssen wir das anbringen, die beiden Magnete, damit die mit dem Unterteil auch übereinstimmen, also sich überdecken, sagen wir so. Und damit man die gut danach verstecken kann und sich das dann mit dem Höhenunterschied auch ausgleicht, müssen wir die ein bisschen nach innen kleben. Also ich mache jetzt mal die Oberseite und die sind ja selbstklebend auf der einen Seite. Das heißt, wir ziehen das Papierchen ab und hier klebt es. Und dann gehen wir einfach ungefähr so an die Position mit dem einen Magnet. Und der andere ist ja auch selbstklebend auf der einen Seite. Der andere ist natürlich für das Magnetverschluss. Und mit dem klebenden Seite ungefähr hierhin. So, das würde jetzt schon mal kleben. Jetzt brauchen wir ja noch mal ein paar. Jetzt muss ich selber aufpassen, dass ich nichts Falsches erzähle. Und zwar verstecke ich die ja jetzt wieder unter dem Papier und möchte sie dann auch ankleben. Aber die sollen sich ja die sozusagen die Position selber suchen. Also die sind jetzt exakt da, wo sie später hin sollen. Und der Trick ist jetzt nur, dass man das selbstklebende Papier abzieht. Bei beiden. Und indem ich sie jetzt positioniere, also schön andrücken hier, muss exakt sein, dass es nachher passt, klebe ich die jetzt direkt mit dem selbstklebenden Kleber hier auf. Also leicht andrücken, unter dem Papier versteckt sozusagen. Jetzt muss ich es noch einmal auseinanderbringen, weil die kleben ja jetzt nur magnetisch aneinander. Und jetzt ist es verdeckt. Seht ihr das? Die schließt super die Schachtel. Jetzt können wir es natürlich auch ankleben.
Jetzt machen wir das natürlich schön flächig drumherum, dass es auch hier gut klebt. Dazu können wir es auch auseinander machen und einfach hier so andrücken. Und das Gleiche jetzt ganz einfach auf der Seite. Da noch ein bisschen am Rand, das soll sehr gut kleben. Und jetzt auch einfach mal hier so andrücken. Ich muss noch kurz antrocknen. Wie schaut es aus? Ganz gut. Hält. Es ist ja ein leichter Abstand. Ja. Und jetzt schließt diese Box wunderbar, so schön wie die andere. Und jetzt machen wir nur noch diese Verzierung. Dafür habe ich ja noch ein kleines Blatt. Wir hatten ja vorhin gesagt, im Grund war es 2,7 mal 4,2. Einen Stempel. Liebes Dankeschön. Und ich brauche das jetzt in dem hellen Blau. Nennt sich Pazifikblau. Liebes Dankeschön. Einmal abziehen. Schließen. Und noch ein letztes Mal eine Briefmarke. Und schon können wir das auch aufkleben. Und mit den Dimensionals, die haben wir 4 Stück. Legen wir das noch auf. Ja, schön mittig. Ups. Prima. Und fertig ist es. Lässt sich schön flach lagern. Und als sehr schnell wieder zusammengebaut. Da passen natürlich schöne Süßigkeiten rein. Ja, oder vielleicht auch Schmuck, was man so verschenkt. Und um den Abschluss noch zu machen, wir haben ja gesagt, wir haben hier eine Karte. Brauchen wir ja vielleicht noch einen Umschlag. Den kann man sich auch bei Stampin' Up! Selbst zusammenbauen. Und zwar brauchen wir da eine Kartengröße in Weiß von 10,2 mal 10,2. Ne, anders ausgedrückt, jetzt bin ich durcheinander. Die Kartengröße ist 10,2. Ich lege es mal hier an. Ja, die ist sogar ein bisschen größer, ne? Also für die 9,5 von der Karte muss ja der Umschlag groß genug sein. Also für eine Kartengröße bis 10,2. Und da geht die 9,5 mal 9,5 ja gut rein. Nehmen wir also das Maß und brauchen dazu einen Karton von 17,5 mal 17,5. Wie komme ich da jetzt drauf? Da gibt es jetzt ein Envelope Punch Board. Das heißt ein Board, wo man Umschläge herstellen kann. Und da guckt man einfach rein, Kartengröße 10,2 mal 10,2, braucht ein Grundpapier von 17,5, wie gesagt, im Quadrat. Und die Anlegekante ist bei 8,9 cm. Ich zeige es euch kurz, das geht auch schnell. Sonst fragt ihr euch noch, wo kriege ich denn so einen Umschlag her? So, also das heißt 17,5 mal 17,5 und dann lege ich das bei 8,9 an, kurz vor 9 cm. Und ich mache das jetzt hier, wird es schon mal dargestellt, die Karte ist eben dann so groß, für 9,5 mal 9,5. Und dann machen wir diesen Rand hier gerade. Also kurz vor 9, 8,9, einmal drücken, dann eine Linie falzen und genau bei der Linie, die sich gerade ergeben hat, mit der Nase hier, setzt man wieder an und macht es jetzt für alle 4 Seiten. Immer eine Stanzung und einen Falz. Und so lassen sich ganz individuell
eben Karten herstellen. Und jetzt wiederum Talfalte muss zum Berg werden. Das versteht ihr erst, wenn man es noch ein paar Mal sagt. So, und jetzt einfach rundum nochmal falzen. Und was noch toll ist an diesem Abstandsboard, das hat hier hinten nochmal einen Eckenabrunder. Also braucht man gar nichts anderes kaufen. Ein Werkzeug für alles. Also eine Karte schaut ja umso schöner aus, wenn die hier nochmal überlappt. Ja. Gut. Und dann soll sie eben da schließen. Dazu muss man sie noch kurz zusammenkleben. Mir gefällt es jetzt gerade nicht, dass das so auseinanderklappt. Das geht normalerweise ganz gut. Also hier hat es auch gut geklappt. Also ich schneide mir die jetzt mal gerade ein bisschen schräg an. Das ist der Vorführeffekt. Ja, dann sieht es ein bisschen mittiger aus. Gefällt mir irgendwie besser. So, dann machen wir hier einen Punkt. Und hier entlang. Und schon ist die Karte fertig, also der Umschlag für die Karte fertig. Ja. Und dann passt nämlich auch diese Karte schön da rein. Wunderbar. Also. Heute haben wir ein wunderbares Doppelprojekt gemacht. Diese schöne Karte und diese Verpackung mit Umschlag. Ja, es freut mich sehr, dass ihr aufgepasst habt und bestimmt das ganze Projekt nachbastelt. Ja, ich bedanke mich also fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr gebt mir ein Like und bleibt einfach dabei. Abonniert diesen Kanal. Kreativ im wilden Süden und ich freue mich echt über jeden Kommentar, den ihr mir schreibt. Ja, und ihr könnt mir, ich zeige euch das dann unten unter dem Video, einfach per E-Mail auch mal was Längeres schreiben. Und für alle, die bei mir zum Beispiel bestellen, würde ich auch so eine Beispielkarte einfach mitschicken und ein paar von den Magneten, damit ihr einfach mal euer erstes Projekt basteln könnt. Denn es ist schon so, wenn man eine Beispielkarte hat, tut man sich bei der Karte wirklich leichter. Aber es geht natürlich auch mit dem Video. Also, vielen Dank. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und ihr bleibt mir treu. Tschüss. Danke fürs Zuschauen.